WörgelWeb. Multimedia mit Heimvorteil. Tiroler Unterlands, genauer gesagt im Marierstein, befindet sich eine Wallfahrtskirche und wir von J&S Filme haben der einen Besuch abgestattet. Beeindruckend auf einem 14 Meter hohen Felsen gelegen ist die Wallfahrtskirche Marierstein, die seit dem 16. Jahrhundert eine beliebte Pilgerstätte ist. Die Freudensberger errichteten die Burg um 1360, um die darunterliegende ehemalige Römerstraße zu schützen. Die Herren von Epps errichteten 1470 eine geräumige Kapelle und platzierten dort eine Marienstatue. Fast 500 Jahre alt ist. Mhm. Betonen darf auch jeder Leute. Jetzt steht es. Es gibt dann da einen, wo das Joch steht. So, der Gewiss, die Kühle. Fein. Ja, das ist aber ganz witzig. Ich habe jetzt gemacht. Ich habe da von jetzt hier Vogel und der ist dann warm. Wie viele Stufen? Also 42 sind es jetzt. Früher waren es mal genau 150, bevor die Welten repariert worden ist. Und da sieht man selber, wie es dann Land und drunter biegt. Da sind sie selber doppelt so groß. Ne? Ja. Das ist so viel groß. Im Jahre 1585 wurde die Anlage von Freiherr Karl von Schlurf geklaut. Der Legende nach brachte dieser die Statue mehrmals nach Bayern, doch kam diese über Nacht stets an ihren ursprünglichen Platz im Marierstein zurück. Aufgrund dieses Geschehnisses wurde die Kapelle zur Wallfahrtskirche. In der gotischen Gnadenkapelle, Felsengrotte, wird die aus Stein gemeißelte Maria Mutter Gottes verehrt. Les tempêtes dans les naufrages.
les chemins, là où tous les humains se cachent, pour t'aimer ou te tendre leurs mains. Loin, plus loin, loin des ratures, loin, plus loin, c'est toi, nature. Comme dans les doutes, dans le silence et les sommeils, c'est sur ton dos que son nom route, et sur ton air que vole l'abeille. Loin, plus loin, loin. Das war es von dem Lerne deine Stadt kennen. Weitere Informationen erhalten Sie unter js-filme.com. Kamera Wolfram Obrist und Fabian Astner. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu unserer nächsten Ausgabe von Lerne deine Stadt kennen.